Heftiger Crash zwischen Perez und Magnussen. Verstappen landet nur auf dem 6. Platz und das im langweiligsten und langsamsten Rennen aller Zeiten in Monaco. Wir blicken im Recap auf alles, was es tatsächlich zu erblicken gab, denn neben der Strecke war mehr Action als auf der Strecke. Direkt beim Start dann, und das war auch vermutlich der spannendste Punkt, denn den gab es tatsächlich gleich mal zweimal, aber natürlich der erste Start. Ich hoffe, das Video wird nicht gestrikt, aber wir gucken uns das Ganze mal an, denn ja, hier sehen wir es, Charles Leclerc kommt gut vom Start weg, auch Oscar Piastri. Sainz hatte tatsächlich beim ersten Mal einen besseren Start, da gab es allerdings eine Berührung zwischen dem Sidepods, Unterboden von Piastri und Sainz, da hat sich Sainz tatsächlich einen Puncher zugezogen. Man sieht es hier schon, er verbremst sich, da geht nichts mehr lenken, und da nahm er dann den ja quasi letzten Ausweg und verbremst sich. Sainz unschuldig, aber es war auch keine richtige Kollision, und hinten war dann ein heftiger Abflug von Sergio Perez, und der nimmt dann den unschuldigen Nico Hülkenberg mit, denn er konnte wirklich gar nichts dafür, und das, ja, das Wrack hier tatsächlich unfassbar kaputt. Da haben wir noch einmal diesen Ausritt. Sainzi, muss man echt sagen, ist für mich der Glückspilz, denn durch die Red Flag und noch keiner einen gefahrenen Runde durfte Sainz, war dann die Startabstellung wieder so wie vom Vorbeginn des Rennens, und Sainz durfte dann quasi trotz Punchers und letzten Platz wieder vom 3. Platz starten, und das war wirklich Glück im Unglück für ihn. Ja, da haben wir Perez, und der weiß halt schon, das war natürlich nicht seine Schuld zu 100%, aber das kann natürlich jetzt ein Fünkchen mehr sein, dass man ihm nächstes Jahr nicht mehr nehmen wird, und das ist dann wirklich bitter, wenn das ein entscheidender Punkt sein könnte. Da sahen wir dann das Wrack, und das ist komplett, dieser Red Bull ist komplett zerstört. Kein Reifen mehr drauf, auch beide Haas draußen, und Nico tat mir so ein bisschen leid. Da haben wir Magnussen, der schiebt da quasi den Perez mit, und da hängt sogar, beim nächsten Bild ist es ganz crazy zu sehen, das schauen wir uns nachher an, aber da hängen sogar Teile der Power, also der Power Unit runter. Das ist wirklich ganz, 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 ganz gravierender Schaden. Hier sehen wir das Ganze dann aus Nikos Sicht, da kommt der Teamkollege zugefahren, und ja, Nico hat es auch versucht, so ganz schnell noch ein bisschen sneaky durchzufahren, aber der wurde dann voll getroffen von Perez, konnte auch nichts machen tatsächlich. Hülkenberg unschuldig, das Trümmermeer, und dann auch natürlich die daraus resultierende Red Flag, die natürlich auch allen ermöglichte, kostenlos, ohne Zeitverlust zu stoppen. Und das, meine Lieben, das war der größte Fehler überhaupt, denn die nahmen somit den einzigen Spannungsfaktor des Rennens schon in der 2. Runde raus. Hier dann auch, guckt euch mal an, wie hart, es war kein heftiger Aufprall, aber guckt euch mal an, wie die Leitplanken verbogen wurden sind und sogar, ja, hier Löcher jetzt schon gebildet haben. Das ist ganz, ganz unnormal. Beim Hochheben ist dann beim Haas sogar der Motor rausgefallen. Also das ist wirklich, obwohl der Haas gar nicht irgendwie... das ist Magnussen sein, oder? Ich meine, der ist gar nicht mit dem Heck irgendwie, und da fliegt einfach der Motor raus. Das erinnert schon ein bisschen an vor 2 Jahren, wie Mick Schumacher da in die Barriere gefahren ist und der dann so das komplette Auto zerrissen hat. Auch weiter hinten Tunneleinfahrt, bevor die rote Flagge war. Wirklich, Esteban Ocon, das war wirklich der dümmste Move, den er machen hätte können. Der hält da rein beim Teamkollegen und da... ja, beginnt einfach Rocket League zu fahren, aber das darf einfach nicht passieren. Das darf nicht unter Teamkollegen passieren. Jetzt war mit Alonso schon auf Kriegsfuß und Pierre Gasly jetzt auch schon quasi. Und ja, ich habe keine Worte dafür. Da gab es zu Recht die 10-Sekunden-Strafe, die dann umgerechnet wurde für eine 5-Plätze-Strafe in Montreal. Denn das darf nicht unbestraft bleiben. Das war eine ganz, ganz dumme Aktion. Und er musste dann auch das Rennen leider beenden, er durfte nicht mehr weiterfahren, also Ocon, nicht Gasly natürlich. Ja, da sehen wir das Ganze noch einmal von Gaslys Sicht. Was soll ich euch sagen, Gasly war genauso nicht erfreut wie wir, also wie ich die Bilder gesehen habe, ich wusste schon, das kann nicht gut ausgehen. Dann der 2. Restart, da war es tatsächlich ein bisschen gesitteter, da war auch zwischen zwischen Sainz und Piastri kaum mehr bedampft, da war eher Sainz im Bedrängnis von Norris, aber auch hier hat alles gut funktioniert, keiner hat New Overtake gemacht, die ersten 10 sind genauso losgefahren, und Spoiler Alert, die werden auch nicht mehr überholen, das war's, das war die einzige Spannung des Rennens,
Der einzige Spannungsfaktor an sich wäre dann natürlich noch gewesen, wenn einer einen Reifenplatz oder so bekommen hätte. So war es aber nicht, denn wie denn auch bei hohen, man bekommt nur bei hohen Geschwindigkeiten Reifenplatzer und diese Leute sind nicht schnell gefahren. Das war ganz langsames Schleichtempo. Man ist quasi 5 Sekunden langsamer gefahren. Die sind jetzt nicht gerollt, aber waren jetzt auch nicht stark am Rennfahren. Also wie man dann auch noch Leclerc gefragt hat, so, soll ich dir mal sagen, wie schnell ich fahren könnte? Und er hat gesagt, no, we are not interesting, fahr so langsam wie du kannst. Und dann auch noch, wie sich dieses Pit-Window von Russell zu Norris aufgetan hat. Was soll ich euch sagen, Leute? Dann sagt man tatsächlich Leclerc, er soll langsamer fahren, dass Norris nicht in die Box fahren kann. Also es ist wirklich ganz, ganz crazy, wie scheiße dieses Rennen war. Oder wie taktisch. Das waren, wie sie gesagt haben, Schachfiguren, die da hin und her geschoben wurden. Das hatte nichts mit Rennfahren zu tun und sowas muss sich tatsächlich ändern, denn das ist einfach nicht die Formel 1, die ich mir wünsche. Ja, hinten weiter war Alonso so ein bisschen der Truck-Führer, ähnlich auch schon wie vor 2 Jahren, da war es glaube ich gegen Hamilton, hat er da Lance Stroll so ein bisschen ein DRS-Fenster rausgefahren, dass der sich immerhin, ja, die schnellste Rennrunde holen kann, aber vor allem auch strategisch an dem Vordermann, an den er Ricciardo vorbeigehen kann, hat nicht, nein, das war der Ricciardo, an Yuki Tsunoda vorbeigehen kann. Ja, auch, ja, Norrie hat so ein bisschen die Strecken through limits hier ausgenutzt, auch Überrundungen, war ein Riesenthema, das müsst ihr euch mal geben. Die ersten 5 Teams, also nein, warte, McLaren, Ferrari, Mercedes und der eine Red Bull, also die ersten 9 Fahrer waren einfach mal eine Runde, Lewis Hamilton war eine Runde vor dem Hintermann. Also da siehst du schon mal, wie die abreißen haben lassen, obwohl die eh ein Schneckentempo gefahren sind, aber die sind trotzdem nicht, die sind noch langsamer gefahren und da gab es tatsächlich so viele Überrundungen. Und da haben wir dieses, genau, da haben wir das in Runde 43. Lewis Hamilton ist hier und Yuki war erst beim Tunneleinfahrt und vor allem war das erst 30 Runden vor Schluss. Das hat sich dann so hardcore ergeben, dass Hamilton eine Runde vor Yuki war. Ich kann es Ihnen nicht erklären, warum die so langsam da waren. Keine Ahnung, echt nicht. Das macht für mich ganz, ganz wenig Sinn. Dann hat man Stroll reingeholt. Alonso hat seinen Job getan. Der hat ihm das Pit-Window geöffnet und natürlich konnte Stroll dann auch wieder vor Alonso rauskommen. Nur der Vollidiot ist dann bei der Hafenschikane gegen die Mauer gefahren und hat sich prompt wieder einen Reifenschaden geholt und musste dann wieder auf die alten Reifen vom Start zurückgreifen. Also wirklich, wenn es drauf ankommt, ist Stroll einfach immer bodenlos schlecht. Es war schon in Saudi-Arabien so, dass er genau die gleiche Scheiße gemacht hat, dass er reingefahren ist, da konnte er gar nicht mehr weiterfahren und jetzt auch in Monaco. Man wollte da strategisch echt was machen, aber das war Dünnschiss. Auch Verstappen kam dann rein, musste auf Hamilton reagieren, aber dem hat man dann leider nicht gesagt, dass Verstappen ja pushen wird, um seine Position zu halten und Hamilton ist dann exakt wieder am gleichen Platz rausgekommen, aber beide hinter George Russell und das, ja meine Freunde, war es eigentlich dann auch schon. Wir haben dann noch Norrie, der so ein bisschen Sainz gejagt hat, hat aber auch nicht funktioniert und als dann Hamilton und auch Verstappen wieder am Heck von Russell waren, war der einfach immer noch da, war nicht in der Box und hat es geschafft, bis zum Schluss die beiden hinten zu halten und das mit 77 Runden alten gelben Reifen, also aber wirklich der Reifenflüsterer von Monaco. Hier haben wir die traurige Statistik von Charles Leclerc. 2018 DNF, 2019 DNF, 2021 did not start, dann P4, P6 in 2023 und nun hatte das Ganze dann endlich gewonnen. Ich gönne es ihm vom Herzen, aber er hätte vielleicht auch ein Rennen fahren können, denn das war echt ein bisschen langweilig, muss man sagen. Aber das ist Monaco. Ich glaube auch deswegen muss man echt diskutieren, ob die Strecke überhaupt noch brauchbar ist im Jahr 2025. Da gucken wir uns das Ganze noch einmal an. Das ist der Startcrash, by the way, aus der Sicht von Kameraleuten. Und da siehst du schon das Ganze. Oh mein Gott, Leute, und guckt euch mal an.
wie Hardcore, da fliegen sogar die Trümmer drüber. Also das ist wirklich ganz, 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 ganz knapp gewesen. Aber natürlich muss man auch sagen, die Leitplanke hat das Ganze auch abgefedert und ausgehalten. Auch hier die Evolution 2021 noch traurig, weil er nicht mal starten durfte. 22 auch eher nüchtern und 23 ist er dann der siegreiche Fahrer. Da hast du den Jubel, dieser Befreiungsjubel. Auch da hat er erzählt, dass er mit seinem Vater das immer geträumt hat, hier oben zu stehen. Und ich glaube, selbst Albert hat sich mit ihm gefreut, dass er dieses Rennen so stolz und so gut beendet hat. Nicht nur bei Red Bull wird in den Pool gehüpft, bei Ferrari wird ins Meer gehüpft. Tatsächlich. Und noch ein kleines Wort zu Perez an sich, während wir uns hier natürlich das Final Classement angucken. Ein kleines Wort zu Perez. Auch wenn er nicht unbedingt meiner Meinung nach schuld war an diesem Crash, muss ich echt sagen, wenn der sich nicht weiter zusammenreißt, weil in Imola hat er schon wieder einen Durchhänger, jetzt erneut. Es sind zwar Gespräche da, dass Perez ab Barcelona einen Einjahresvertrag bekommt, aber wenn die Leistung weiter so abnimmt oder weiter so schlecht bleibt, kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ein Red Bull Team Perez behalten möchte. Ich meine, ist schon klar, dass er in einem, ja sagen wir mal, Top 3 Auto jetzt nicht Weltbäume ausreißt oder so wie Verstappen herumfährt, aber dass er dann immer aus in Q2 und dann crasht und. Er war ja natürlich auch schuld, dass er von da hinten gestartet ist. Natürlich hätte Magnus nicht reinhalten müssen und es ist, ich will mal sagen, eher so 30-70 für Magnussen, aber auch Perez war involviert. Er hat diesen 2-3 Millionen Euro Schaden gemacht und das tut auch dem Geldbörsel von Red Bull weh. Cost Cap ist das Stichwort, Leute. Und ja, wir blicken mal hier auf die Top 10. Die sind nämlich alle so ins Ziel gekommen, wie sie gestartet sind. Die ersten Punkte für Albon und auch für, also die ersten Punkte für Williams und Albon und auch für Gasly. Dann haben wir natürlich Alonso, der dachte bis zum Schluss, er ist 10. leider dann nur 11. geworden. Wir fangen mal hinten an. Guan Yu Zhou, eher ein unspektakuläres Rennen, wurde von Lance Stroll überholt. Aber ja, der ist dann auch nur mehr mal rumgerutscht mit Giraffen. Also wirklich, da war kaum noch Leben drinnen. Und an sich, ja, ich würde mal sagen, Guan Yu Zhou bekommt für mich, ich würde mal sagen, eine 3. Also mehr war da nicht drin. Logan Sargeant doch. Eher, ja, Tire-Management war halt ein Riesenthema und das war dann am Schluss natürlich eine Rutschpartie, gerade für die Hinteren, wessen Autos sowieso jetzt nicht gerade als die besten und Reifen, ja, technisch besten herausgeht, also eine 3. Lance Stroll, eine klare 4, denn der Bray hätte so viel daraus machen können. Er hat zwar, würde man sagen, einer der wenigen beiden Überholmanöver getaked, hatte aber auch den verhältnismäßig frischesten Reifen da hinten. Und dann an sich dieser Rookie-Fehler, der darf halt einfach nicht passieren. Valtteri Bottas hat auch was vor, der wollte halt, hat man früher reingeholt, hatte dann mal auch kurzzeitig die schnellste Rennrunde. Ja, der solide 3, ich glaube mehr wäre da nicht drin gewesen. Daniel Ricciardo, wenn ich das ganze Wochenende gehe, halt ein grottiges Qualifying. Ich gebe ihm auch nur eine 4, also wirklich, Ricciardo, der muss sich auch anstrengen, wenn ich mir angucke, wo Yuki ins Ziel gekommen ist und dann wo er. Ja, bei Alonso auch, das Qualifying war halt wirklich Fakt. Das war zum Scheißen, das Qualifying. Und tatsächlich tut mir das echt leid, aber das hätte echt besser sein können. Alex Albon, Pierre Gasly, tolles, tolles Wochenende. Ich frage mich echt, wie der mit dem Traktor schneller war als ein Ricciardo, als ein Alonso. Das frage ich mich bis jetzt noch immer noch. Na, 1. Auch wenn er nur 10. geworden ist, aber auch, dass er nach diesem Schaden mit Ocon nicht mal abstellen musste, das ist schon mal, spricht echt für ihn. Alex Albon, wieder mal eine sensationelle Leistung, holt 2 Punkte für Williams und schaut natürlich auch, dass die aus dem Punkte tief rausfallen und endlich in der Weltmeisterschaft eingeordnet werden. Tolle Leistung, 1+. Yuki auch, mega. Ich weiß zwar nicht, warum der Bray eine Runde hinter Hamilton war, das ist mir einfach nicht aufgefallen, warum das Ganze passiert ist, aber eine 1, wirklich. Yuki Tsunoda, haben wir schon. Hamilton, ja, dass man ihm sagen musste, dass er gegen Verstappen pushen hätte müssen. Ja, ich gebe ihm mal eine 3, aber das war wirklich auch eher das Qualifying zum Scheißen. Verstappen, tolle Leistung, auch wenn das Qualifying, wie gesagt, eine 2 ist, vielleicht sogar übertrieben.
wobei es wäre nicht mehr drin gewesen, also eine 2. George Russell hat auch wirklich einen Bonuspunkt fast verdient. Ich gebe ihm mal eine 1, denn mit dem abgelutschten Reifen nur 13 Sekunden hinter der Spitze zu sein, sie sind zwar Schleichtempo gefahren, aber trotzdem war echt eine gute Leistung. Lando Norris, unauffällig, hat zwar den ein oder anderen mal probiert, an Sainz vorbeizugehen, hat den Druck nicht ganz aufrecht halten können, dennoch wirklich ein sauberes Wochenende. 1. Sainz, war natürlich jetzt ein bisschen mit dem Crash von Piastri involviert, konnte da aber auch nicht viel dafür. Glücklicherweise musste er durch den Puncher und der Red Flag jetzt nicht von ganz hinten starten, also eine 2. Piastri, ganz kleine 1, der hat die Nerven nicht weggeworfen. Das war Monte Carlo, Leute. War ein Dauerbeschuss von Sainz, der für mich auch das bessere Auto hatte. Aber am besten ist jetzt auch relativ in Monaco. Und Leclerc, klare 1. Mann, du hast es sowas von verdient. 1 plus mit Sternchen. Wir blicken hier natürlich auch nochmal auf die Driver Standings. Und da haben wir einen Yuki Tsunoda, der es in die Top 10 geschafft hat. Aber ganz vorne ist immer noch Max Verstappen, der ein bisschen Boden verloren hat. Ist jetzt 31 Punkte nur noch vor Leclerc. Lando Norris ist auch aufgestiegen, hat einen Platz gut gemacht. Perez droppt 2 Plätze, weil er wieder keinen Punkt geholt hat. Aber das kann sich natürlich alles in Montreal wieder ändern. Und generell Piastri, Russell und Hamilton sehr ähnlich von den Punkten her. Also man ist dann nur auf 8 Punkte Unterschied. Also das ist wirklich, 6 Punkte Unterschied. Also das ist, was rede ich denn? Es sind 12 Punkte. Nein! Okay, jetzt halte ich wirklich die Fresse. Ich bin so dumm. Es sind 12 Punkte. Natürlich sind es 12 Punkte. Alonso auf 33. Mit 33 Punkten eigentlich auch saugut, muss man sagen. Dann haben wir auf P10 dann, Yuki. Und guckt euch das hier mal an. Da haben wir noch einmal die Siegerehrung. Und das ist der Fürst von Monaco. Und wie sich der freut. Und nur Leclerc dürfte ihn umarmen, aber ich glaube auch, dass die sich ein bisschen enger verstehen. Er ist natürlich auch sehr bekannt im Land und der war so aufgeregt oder so, voller Euphorie. Ich glaube, dann ist dreimal die Flagge von der Hand gerutscht und auf den Boden gefallen. Aber auch hier diese herzliche Umarmung, es war wirklich ganz, ganz schön anzusehen. Es war wirklich, hätte ich echt nicht geglaubt, dass so eine, wie würde ich mal sagen, steife Familie auch so toll und so lieb sein kann. Und dann hier noch einmal die Constructors Championship. Und da gibt es jetzt nur noch ein Team, das keinen Punkt hat. Mit Kick Sauber, das hat 0 Punkte. Mit Alpine und Williams, die konnten ja punkten. Auch beide einen Punkt. Gasly und Ocon sind sich so ähnlich. Ich kann einfach nicht verstehen, warum sich die nicht leiden können. Beide einen Punkt, beide einen Sieg, beide im gleichen Team. Beides Franzosen, beide ähnliche Grand Prix-Starts, das ist wirklich ganz, ganz crazy. Haas, 7 Punkte, das ist echt komisch, aber man hat in Saudi-Arabien natürlich und in Miami aufgezeigt. RB hat 24, das ist dann wirklich schon dreimal so viel als Haas. Aston ist auch so irgendwo im Nirgendwo, die sind auch nochmal 20 Punkte vorne. Mercedes dann nochmal 50, aber die wiederum sind fast wieder doppelt so weit hinter McLaren. Und ja, zwischen Ferrari und Red Bull wird es echt schon knapp, weil Perez halt immer wieder patzt und beide Ferraris abgeliefert haben. Ich würde mal sagen, es war ein okayes Rennen, war nicht gerade von Spannung geprägt, aber eher von taktischen Sachen. Bin ich jetzt kein Fan davon, wenn ich mir Autorennen angucke, da könnte ich mir auch ein Schachturnier angucken. Was war euer Moment vom Rennen? Da gab es halt auch nicht viel. Macht gern, abonniert gern kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen oben da und schaut gern morgen vorbei, denn das startet endlich F1 24 auf diesem Kanal.